So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Und ja, ich bin hier gerade in Ivarstadt, hatte ja in der letzten Folge hier die Feuerschleierhügel abgeschlossen. Und eigentlich dachte ich mir, jetzt könnte ich mich ja mal auf den Weg machen nach Hoch Hrothgar. 7000 Stufen? Was ist das hier? Lesen, Schrifttafel. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganze Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Okay. Einmal kurz hier gucken, ob da irgendwo was zu sehen ist. So, jetzt nicht weiter. Alles klar. 7000 Stufen, die ersten sind geschafft. Boah, mal gucken. Mir wurde gesagt, ab und zu sollen die Stufen glatt sein und ab und zu gibt es hier auch mal Wölfe oder Bären oder aber Frostspinnen. Das war schon mal die erste. Ich habe übrigens einmal ganz kurz hier das Inventar geleert. Hab jetzt im Moment benutze ich die Eisenpfeile, weil ich davon so viele habe. Und in den Feuerschleierhügeln, da sind ja auch noch eine Menge Waffen etc. pp., die ich da liegen lassen müssen. Ja, es sollte mal das Geld knapp sein, werde ich da mal, denke ich, auch mal zurückkehren. So, ja, ich denke, die kann ich mal leben lassen. Ah, nicht, dass hier noch die Leute von Greenpeace kommen. Aber ja, schon recht hoch jetzt, ne? Gucken, wie lange das Ganze dauert hier. Da steht ein Mensch. Ich packe mal meinen Bogen weg. Es könnte ein Reisender sein oder ähnliches. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hoch Hrothgar emporsteigt. Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. So, okay. Auf Wiedersehen. Oh, hat er was dabei, was ich brauchen könnte? Ich denke nicht. So ein Bogen habe ich wohl auch. So, was steht hier denn? Emblem 2. Die Menschen wurden geboren, verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Ja. So, jetzt da er wieder weg ist, hole ich meinen Bogen mal lieber wieder raus. Dass hier gar keine Blümchen wachsen, das wundert mich so ein bisschen. Was zum Teufel ist das denn? Eisgeist. Kann ich überhaupt nicht sehen. Was ist denn da? Boah, wie haut der denn rein? Alter, laufen! Hilfe! Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet.
Sieht er mich noch? Du hilfst mir besser mal, oder? Jawohl. Oh, oh, oh. So, puh. Alter Schwede, der Kollege ist aber ordentlich. Der haut rein. Sollen wir denn an sowas vorbeikommen? Man kann den überhaupt nicht sehen so richtig. Das ist total nervig. Ha. Verrückte Welt. Oh. Häng fest. Okay, diese Eisgeister, die sind echt übel. Oh, daneben. Mann. Ja. Wow. Alter Schwede. So, ganzen Weg nochmal. Also die Froschspinne war dagegen ja ein Klacks. Lag die gerade eben schon da? So, wo haben wir denn den Bogenschützen? Da haben wir ihn. Schade auch. Für ihn. Ich hoffe, der wird später im Spiel nicht nochmal gebraucht. Ansonsten habe ich wohl Pech gehabt. Oh, ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht nochmal so eine Kollegen.
So, jetzt bin ich ja schon fast wieder da, wo ich gerade eben war. Sogar noch ein Stück weiter, wahrscheinlich. Wo geht's hier her? Hier geht's weiter. Gut. Nein! Ah, Eiswolf! Hässlich. Ich habe gerade noch gedacht, wenn ich da um die Kurve laufe, dann schleiche ich mal lieber. Es war aber schon zu spät. So, Freundchen. Immerhin klappt das mit den. Oh nein, bleib hier. Stopp. So, jetzt kannst du. Mit den Nahkampfwaffen klappt das einigermaßen gut. So. Schnell den Bogen wieder rein. Und schleichen. Ja, wenn man mit einem Schleicher nicht schleicht, dann muss man halt kämpfen. Dafür wiederum wäre natürlich ein Kämpfer nicht so schlecht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren. Also die Tiere sind keine Herausforderung, aber der Geister eben, der war schon. Boah. Was haben wir da? Was ist das? Ach so, das ist eine Flagge. Ich dachte gerade, da steht ein kleiner Drachen oder so. Hier haben wir mal wieder eine Steintafel. Was haben wir da? Distelzweig. Nichts mehr drin. Gut. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Na gut. Werde mal kurz einen kleinen Ausflug hier zur Seite wagen. Okay, so das mit den Bergen dahin sieht schon ziemlich krass aus. Ich glaube, da unten ist die Brücke von Ivarstadt, wenn ich. Ja, genau da. Und da muss ich wohl noch ganz hin. Na gut. So sei es. Wer sieht mich denn wo? Ah, schade, da kommen wir doch bestimmt irgendwie rauf. Egal. Gerade eben war dieses kleine Auge ja so ein bisschen zu sehen. Ich frag mich, wer und wo mich da gesehen haben will. Oder fast jedenfalls. Okay, viele Leute und Tiere und wie auch immer fähren sich hier oben nicht hin.
Sitzt da jemand? Da sitzt jemand. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Ja, Wölfe gehen so. Die Geister sind schlimmer. Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Die hat doch was zu verstecken. Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Naja, gut. Glauben wir dir das mal. Glauben wir dir das mal. Emblem 4. Kühne wandte sich an Hathornax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Rache gegen Zunge. Ja. Und du sitzt hier einfach mal so ohne Waffen und nichts. Doch, sie hat eine Waffe, oder? Ich speichere mal lieber vorher. Mal gucken, was hat sie denn? Das gibt doch bestimmt. Oh oh. Hey, na gut. Kleine Pause, bis gleich. So, okay. Dann werde ich das einfach mal lassen. Ich habe jetzt keine Lust, sie platt zu machen. Und Taschendiebstahl muss ja auch nicht unbedingt sein. Da war zwar ein Buch bei. Ich denke, das hätte sicherlich was gebracht. Aber vielleicht finde ich es ja auch so nochmal. Ups. Sah nach einem Troll oder so aus. Eistroll, jo. Mach ja kaum Schaden bei dem. Wo ist er denn hin? Ganz da hinten wieder.
Juhu! Okay, ist natürlich ein bisschen feige. Hey. Oh oh. Laufen. Laufen. Ey, gibt's doch gar nicht. Gut, war natürlich jetzt ein klein bisschen geschummelt auch irgendwie. Andererseits war das jetzt nicht der höchste Berg, den er hätte erklimmen müssen. Man muss halt seine Vorteile auch irgendwie nutzen und ausspielen, ne? Huch. Okay, weiter geht's. Ah ja, Bock geschossen. Nummer 5, glaube ich. Ja. Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Oha, hier geht's aber tief runter. Gut, ich mach mal ein klein bisschen Päuschen, lauf weiter und falls irgendwas passiert, dann geht's wieder los mit der Aufnahme. Bis gleich. So, ich bin angekommen. Und bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Demonstriere deinen Schrei unerbittliche Macht. Keine Angst. Euer Schrei wird Drachenblut. Ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das
das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einart wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro. Stimmen sind. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einart euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Wow. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Aha. Ist sie nicht aktiviert? Oh. Gut, das war nix. Aber jetzt, Achtung, Feuer frei. Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ah, wenn man länger drückt, dann funktioniert das. Sehr gut. So. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Yeah. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Aha, jetzt gibt's das nächste Wort. Da werde ich jetzt aber mal eine kleine Pause machen und das einfach mal lernen. Ich denke, da wird nicht großartiges Neues kommen. Und wenn ich damit durch bin, werde ich die Folge hier auch erstmal beenden, um ein kleines Päuschen zu machen und so weiter und so fort. Mittagessen steht an. Deshalb sage ich hier schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Reise nach Hoch Hrothgar. Ja.
gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich werde auf jeden Fall noch hier oben sein und dann mal gucken, was hier sonst noch so geht. Also Leute, macht's gut, schönen Tag und ciao, ciao.